Was geschah eigentlich mit der Zaubererwelt nach Lord Voldemorts Niederlage? Das und mehr jetzt in diesem Video. Im heutigen Video werden wir darüber sprechen, was in der Zaubererwelt nach der Niederlage von Lord Voldemort in den Heiligtümern des Todes geschah. Nach einer Phase absoluten Chaos kehrte plötzlich Stille auf dem Gelände von Hogwarts ein. Lord Voldemort war endlich besiegt. Der Sieg brachte einen neuen Morgen und beendete die Angst sowie den Schrecken, die der dunkle Lord verbreitet hatte. Obwohl Voldemorts Herrschaft nur von kurzer Dauer war, war seine Zeit an der Macht dennoch mehr als lang genug, um einen Schleier der Finsternis über die einst blühende Zaubererwelt zu legen. Leben gingen vorbei, Institutionen zerfielen und die Bewohner der Zaubererwelt wurden daran erinnert, wozu die Dunkelheit fähig war. Voldemorts Niederlage war ein glorreiches Ereignis für die Guten, aber als das Licht des Sieges aufging, zeichnete sich eine neue und kolossale Aufgabe für die Zaubererwelt ab. Der Wiederaufbau einer zerbrochenen Welt und die Heilung der Gesellschaft. Wenn uns der Phönix von Dumbledore etwas gelehrt hat, dann, dass wir nach dem Sturz aus den Flammen wieder auferstehen, stärker als je zuvor. In der Vergangenheit habe ich einige Videos erstellt, in denen ich erklärte, was mit den Figuren aus der Saga in der Nachkriegszeit passiert ist, aber heute werden wir die Zauberergesellschaft als Ganzes genauer betrachten und nicht nur die einzelnen Personen. Was geschah zum Beispiel mit Hogwarts, dem Zaubereiministerium oder der Winkelgasse? Lasst uns direkt in die Wiedergeburt der zaubernden Gesellschaft eintauchen. Zuerst mal beginnen wir mit der neuen Führung. Während des Zweiten Zaubererkriegs fiel sogar die wichtigste Regierungsbehörde der Zaubererwelt unter die Kontrolle von Voldemort. Das bedeutete, dass Voldemort nach der Übernahme des Ministeriums Pius Thickness als Zaubereiminister einsetzte, anstelle des vorherigen Ministers Rufus Scrimgeour, der durch die Hand des Dunklen Lords ermordet wurde. Während seiner Zeit als Minister agierte der unbefleckte Pius als Voldemorts Marionette, die blindlings seine Befehle befolgte. Es ist nicht ganz klar, was aus Pius geworden ist, aber wir wissen, dass er an der Schlacht von Hogwarts teilnahm. Es ist ebenfalls bekannt, dass er während der Schlacht verblendet und möglicherweise später getötet wurde. Dadurch befand sich die Zaubererwelt für kurze Zeit in einer einzigartigen Situation, in der es keinen Zaubereiminister gab. Das heißt, bis Kingsley Shacklebolt zum Minister ernannt wurde. Während seiner Amtszeit als Zaubereiminister gelang es Kingsley mit ruhiger Hand und kalkuliertem Verstand, das zerbrechliche Zaubereiministerium durch turbulente Zeiten zu lenken. Eine seiner ersten Amtshandlungen war die Festnahme der verbliebenen Gefolgsleute von Voldemort, um den Frieden und die Sicherheit im Reich der Zauberer zu wahren. Diese Aufgabe war jedoch alles andere als einfach. Viele, die Voldemort gehorchten, behaupteten, sie hätten unter dem Imperiusfluch gehandelt, was die mühsame Aufgabe mit sich brachte, die Lügner ausfindig zu machen. Nichtsdestotrotz gelang es Kingsley, das Vertrauen der Zauberbevölkerung in ihr wichtigstes Regierungsorgan wiederherzustellen. Er half bei der Umsetzung von Reformen, die auf Fairness, Gleichberechtigung und Transparenz beruhten. Dies führte zu einer deutlichen Verbesserung der Beziehungen des Ministeriums zur Gemeinschaft der Zauberer und anderen magischen Wesen, die unter Voldemorts Regime angespannt gewesen waren. Entscheidend ist, dass in Shacklebolts Amtszeit als Minister die überwältigende Modernisierung und Demokratisierung des Ministeriums endlich stattfand. Dies half, die Narben des Konflikts zu heilen und gab der Zaubererwelt einen Ausblick auf die Zukunft voller Hoffnung und Frieden. Unter Kingsleys Führung strebte das Ministerium danach, sich von Groll und Vorurteilen zu befreien, die sich in seinen Reihen eingenistet hatten. Muggelgeborene, die einst unter Voldemorts Regime gefoltert wurden, fanden Trost in einer integrierten Gesellschaft, in der die magischen Fähigkeiten ebenso geschätzt und respektiert wurden wie die ihrer reinblütigen Blutsverwandten. Während seiner Amtszeit half Kingsley, das Ministerium von Korruption zu säubern, nahm Todesser gefangen und sperrte sie ein. Er verbot den Dementoren Azkaban zu bewachen, ernannte Harry zum Leiter der Aurorenabteilung und arbeitete später zusammen mit Hermine daran, die Pro-Reinblütigkeit weitgehend auszurotten. Die Verurteilung der verbliebenen Todesser war ein bedeutender Teil des nächsten Kapitels in der Zaubererwelt, denn die überlebenden Todesser zu identifizieren und vor Gericht zu stellen war keine leichte Aufgabe. Nach dem ersten Zaubererkrieg entkamen viele Todesser den Klauen der Justiz und konnten sich unerkannt in die Gesellschaft der Zauberer eingliedern. Dieses Mal wurden strengere Protokolle eingeführt, um zu verhindern, dass derselbe Fehler zweimal wiederholt wurde. Leute wie Lucius Malfoy, der häufig arrogant durch die Hallen des Ministeriums stolzierte, gehörten zu denjenigen, die eine Reihe intensiver Verhöre über sich ergehen lassen mussten und sich schließlich mit einer einfachen Fahrkarte nach Azkaban konfrontiert sahen. Doch nicht jeder Todesser wurde zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. Severus Snape, der mutigste Mann, den Harry je gekannt hatte, wurde entlastet.
Das komplizierte Netz von Voldemorts Gefolgsleuten zu entwirren, war vor allem die Aufgabe der Auroren. Die tapfersten des Ministeriums wurden zweifellos zu den Frontsoldaten in dieser komplexen Mission. Nach dem Krieg wurde Harry Potter selbst ein Auror. Gemeinsam traten alle in die Reihen der Elite-Auroren des Ministeriums ein und arbeiteten unermüdlich daran, die verbliebenen Todesser auszurotten. Die Prozesse gegen die Todesser und die stetige Ausrottung von Voldemorts Anhängern haben sich zweifellos als entscheidend für die Wiederherstellung eines Gefühls der Sicherheit und des Fortschritts in der zaubernden Welt erwiesen. Der Wiederaufbau von Hogwarts nach der Schlacht zeigte nicht nur die Widerstandsfähigkeit, den Mut und die Entschlossenheit einer Gemeinschaft, die ihre dunkle Vergangenheit nicht vergessen wollte, sondern vielmehr daraus lernen und eine bessere Zukunft anstreben wollte. Nach den verheerenden Ereignissen der Schlacht lag das einst majestätische Schulgelände von Hogwarts in Schutt und Asche. Die Landschaft war gezeichnet von den skelettartigen Überresten der zertrümmerten Trümmer und der zerbrochenen Infrastruktur. Das, was übrig blieb, erinnerte ständig an die immense Zerstörung, die durch den Konflikt von Voldemort verursacht wurde. Einen Pfad der Transformation, der Einheit und des Wachstums einschlagen, das war das Ziel. Und wer wäre besser geeignet, Hogwarts in diese neue Richtung zu führen, als Minerva McGonagall? Der erste Schritt zur Wiederherstellung von Hogwarts in seinen alten Glanz war die Reparatur des Geländes und die Wiederherstellung der Schutzzauber, die die Schule zu einem sicheren Ort für junge Schüler machten. Es dauerte 4 Monate, bis die Schule wieder voll funktionsfähig war, woraufhin McGonagall vom obersten Rat von Hogwarts zur offiziellen Schulleiterin ernannt wurde. Im September 1998 begann die Schule, Erstklässler wieder aufzunehmen. Und obwohl die Schule für die Aufnahme von Schülern geeignet war, gab es noch viel zu tun. Alles in allem verlief die Zeit des Wiederaufbaus der Schule ziemlich gut. Während das Schloss wiedererrichtet wurde, trugen Hogwarts und seine Bewohner jedoch die unsichtbaren Narben des Krieges. Das eklanteste Beispiel dafür war die Tatsache, dass nahezu alle Schüler Testrale sehen konnten, die die Kutschen zogen. Kreaturen, die nur von jenen gesehen werden können, die den Tod erlebt haben. Dies diente als ständige Erinnerung an das, was sie durchgemacht hatten. Zum Gedenken an die Schlacht veranstaltete McGonagall jährliche Gedenkfeiern, um sicherzustellen, dass die Erinnerung an diesen schicksalshaften Tag weiterlebte. Als Schulleiterin traf McGonagall wegweisende Entscheidungen, darunter die Bereitstellung zusätzlicher Betreuung für muggelstämmige Schüler, die während Voldemorts Regime zu Unrecht verfolgt wurden. Sie war auch sehr praktisch veranlagt, indem sie sich eng mit den Schülern der Schule beschäftigte und sogar Aufgaben wie das Versenden von Aufnahmebriefen an zugelassene Schüler übernahm, Erstklässler in der großen Halle begleitete und bei der Sortierzeremonie den Vorsitz führte. Aufgaben, die sie bereits in ihrer vorherigen Rolle an der Schule wahrgenommen hatte und es eigentlich nicht mehr müsste. Eine der größten Herausforderungen bestand jedoch darin, die Lücke zu füllen, die das während der Schlacht verlorene Personal hinterlassen hatte. Doch McGonagall stellte sich dieser Aufgabe. Sie ernannte erfolgreich einen neuen Lehrer für Verwandlung, besetzte die Stelle für Verteidigung gegen die dunklen Künste und ernannte schließlich Neville Longbottom zum Professor für Kräuterkunde, zusammen mit Professor Sprout. Minerva McGonagall erwarb sich einen Ruf als erfolgreiche und inspirierende Schulleiterin. Schließlich zog sie auch in Dumbledores altes Quartier und verwandelte ihr Arbeitszimmer in einen Raum mit einer beruhigenden Melodie einer selbst spielenden Harfe. Ein wichtiger Aspekt des Fortschrittes der Schule war die Sicherstellung, dass die 4 Häuser Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw und Slytherin vereint wurden. Die Schlacht von Hogwarts und das Regime von Voldemort führten zu erheblichen Spannungen zwischen den Schülern von Slytherin und anderen Häusern. Der Fall von Voldemort bot jedoch dem Personal von Hogwarts eine wertvolle Gelegenheit, die Schüler über die Geschichte der 4 Häuser zu unterrichten. Durch die verstärkte Betonung der Vergangenheit konnten die Mitarbeiter und Schüler von Hogwarts vermeiden, die gleichen Fehler zu machen, was zu einer viel erfolgreicheren Dynamik in der Zukunft führte. Der zuvor angeschlagene Ruf des Hauses Slytherin begann zu schwinden, als die Schule und ihre Gemeinschaft aus den Vorurteilen der Vergangenheit lernten. Die Sorgen und Triumphe vergangener Zeiten wurden zu wichtigen Lebenslektionen, die in den Lehrplan aufgenommen wurden. Geschichte der Magie, einst von vielen als langweilig betrachtet, gewann an Bedeutung, da sie die Schüler mit dem 2. Zaubererkrieg und seinen Auswirkungen vertraut machte. Kommen wir nun zu den zerrütteten Familien. Der Zaubererkrieg wurde zwar gewonnen, aber nicht ohne einen hohen Preis. Familien wurden auseinandergerissen, Leben ging verloren und Häuser wurden zerstört. Das trifft auf viele der Familien zu, die wir im Laufe der Geschichte näher kennenlernen. Doch trotz aller Tragödien war die Heilung von Familien und Gemeinschaften ein wichtiger und notwendiger Bestandteil des Prozesses zur Wiederherstellung der Zaubererwelt. Die Familie Weasley war ein perfektes Beispiel für diesen Weg der Heilung. Im Verlauf des 2. Zaubererkrieges erleben sie eine unvorstellbare Tragödie.
Tragödie. Sie verloren ihr Zuhause, sie verloren Fred und sie alle trugen den traumatischen Narben von Menschen, die den Tod aus erster Hand erlebt hatten. Dennoch waren sie in der Lage, sich in diesen dunklen Zeiten aneinander anzulehnen. Sie verkörperten die Widerstandsfähigkeit und die Kraft einer Familie, die sich zusammenschließt, um mit so viel Schmerz umzugehen. Auf der anderen Seite des Spektrums haben wir die Familie Malfoy. Auch wenn sie nicht so dramatisch gelitten hat wie die Familie Weasley, war ihr Weg zur Erlösung und Wiedergutmachung nicht weniger ermutigend. Während der gesamten Saga schwankten die Malfoys zwischen Macht, Angst und Enttäuschung aufgrund ihrer dunklen Allianz. Nach der Niederlage Voldemorts mussten sie ihre Leben neu definieren, einen neuen Weg finden und sich wieder in die Gemeinschaft integrieren. Der Weg der Heilung, den Familien und Gemeinschaften durchlaufen, ist ein Weg des Schmerzes und des Fortschritts. Während die Zaubererwelt die Scherben aufhob und sie zu einer prächtigen Zukunft formte, wurden die Malfoys eindringlich daran erinnert, dass es auch in den dunkelsten Zeiten Licht zu finden gibt. Die Wiederherstellung der Zaubererwelt lässt sich treffend in den weisen Worten von Luna Lovegood zusammenfassen. Dinge, die wir verlieren, kommen am Ende immer zu uns zurück, auch wenn nicht immer so, wie wir es gerade erwarten. Kommen wir jetzt zu den Medien. In der Welt der Zauberer ist der Tagesprophet mehr als nur eine Nachrichtenquelle. Er übt einen bedeutenden Einfluss auf die öffentliche Meinung aus. Erinnerst du dich noch daran, als Harrys Behauptung über Voldemorts Rückkehr in der Zeitung ins Lächerliche gezogen wurde? Oder als der Junge, der überlebte, als gestört und gefährlich bezeichnet wurde? Dies waren entscheidende Teile im Puzzle der allgemeinen Wahrnehmung der Zauberer, die die Bühne für Voldemorts triumphale Rückkehr bereiteten. Das bedeutete, dass nach Voldemorts Niederlage auch die magischen Medien nicht von einer Reformierung verschont blieben. Unter der Herrschaft von Lord Voldemort hatte sich der einst verehrte Tagesprophet in ein reines Propaganda-Instrument verwandelt. Er veröffentlichte Rita Kim Korns stark ausgeschmückte Giftstücke und leugnete unverhohlen Lord Voldemorts Rückkehr. In der Nachkriegszeit forderte die neue Verwaltung des Ministeriums Transparenz und Ehrlichkeit im Journalismus und drängte den Tagespropheten, seine Voreingenommenheit abzulegen und sein Ansehen wiederherzustellen. Die Nachkriegszeit brachte auch eine Förderung des Informationsaustausches zwischen der magischen und der nichtmagischen Welt mit sich. Da zahlreiche Muggelgeborene unter Voldemorts Regime gelitten hatten, wurden verstärkte Bemühungen unternommen, die Kluft zwischen diesen beiden Welten zu überbrücken. Zu den Initiativen gehörte der Austausch magischer Nachrichten über bestimmte Muggelkanäle, die sorgfältig getarnt waren, um keinen Verdacht zu erregen. Außerdem wurde ein enger Kontakt mit dem Muggel-Premierminister aufrechterhalten, der sich zufällig ziemlich gut mit Kingsley Shacklebolt verstand. Kommen wir zum magischen Sport und Unterhaltung. Vor dem Feuerkelch florierten magische Sportarten und Unterhaltungsangebote in der Zaubererwelt. All das änderte sich jedoch, als während der Quidditch-Weltmeisterschaft das Chaos ausbrach und Voldemorts Todesser ihr Wiederauftauchen bekannt machten. Fans und Spieler schienen angesichts von Voldemorts bestehender Rückkehr plötzlich nicht mehr so auf die Spiele zu achten. Doch da das Licht über die Dunkelheit triumphierte, wartete die magische Welt nicht lange, um ihre alten Besen abzustauben und wieder auf das Quidditch-Feld zu gehen. Gibt es einen besseren Weg, die Wunden zu heilen und an geliebte Traditionen anzuknüpfen, als den Wettbewerbsgeist von Zauberern und Hexen wiederzubeleben? Kommen wir nun zu magischen Kreaturen und der Umwelt. Vom verbotenen Wald bis zum großen See ist die Welt der Zauberer voll von unzähligen magischen Kreaturen und Wesen, von denen viele in den Zweiten Zaubererkrieg verwickelt waren. Mit falschen Versprechungen manipulierte Lord Voldemort Legionen von Kreaturen, die ihm gehorchen sollten, darunter Riesen, Dementoren und auch Werwölfe. Im Gegensatz dazu kämpften auf der Seite der Guten Zentauren, Testrale, Hippogreife und Hauselfen. Die Schlacht von Hogwarts forderte viele Leben, aber es würde dich freuen zu hören, dass sie nicht vergeblich starben. Unmittelbar nach der Schlacht von Hogwarts gab es ein neues Interesse an den Rechten und der Pflege magischer Geschöpfe. Von Dobbys Vermächtnis, das zu einer mitfühlerinnen Sicht auf Hauselfen führte, bis zu Hagrids unerschütterlicher Bewunderung für alle großen und kleinen Kreaturen. Die Nachkriegszeit brachte ein aufrichtiges Bemühen um ein harmonisches Zusammenleben mit magischen Geschöpfen. Nach dem Krieg unternahm die magische Gemeinschaft entschlossene Schritte zur Wiederherstellung und Erhaltung der magischen Umwelt. Von der Säuberung des verbotenen Waldes bis zur Pflege der peitschenden Weide gab es eine Flut von Liebe zur Mutter Natur. Eine demütige Erinnerung daran, dass die Magie ebenso ein Teil der Umwelt ist, wie sie ein Teil von uns ist. Im Grunde hat die Nachkriegszeit eine klare Botschaft vermittelt. Magische Kreaturen, Wesen und die Umwelt sind ein vitales, pochendes Herz in der magischen Welt. Ob es darum geht, das freiheitsliebende Wesen der Hauselfen zu verstehen oder die Weisheit der Zentauren zu schützen, ein Schritt zurück, um unsere magischen Verbündeten zu bewundern, ist ein Beweis für das vielfältige und symbiotische Universum, in dem wir leben.
Kommen wir zu einem kleinen Fazit. Von der Reformierung des Zaubereiministeriums über den Wiederaufbau von Hogwarts bis zu den mutigen Schritten hin zu einem friedlichen Zusammenleben mit magischen Kreaturen und Wesen wurde der Geist der Magie in einer Welt neu entfacht, die unter dem Einfluss von Lord Voldemort gelitten hatte. Falls es etwas gibt, das hier in der Zeit nach dem Zweiten Zaubererkrieg übersehen hatte, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und das war's mit diesem Video. Wenn dir das Video gefallen hat, lass doch gerne ein Like da und abonniere den Kanal, um keine Videos mehr zu verpassen. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.